Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich würde es jetzt nicht direkt einführen, weil unser Plan war, das Wahlversprechen umzusetzen. Mhm. Und du wirst wahrscheinlich jetzt Richtung Wahlversprechen gehen und Freddy Nachher sagt auch im Chat, ich zitiere mal, viele größere Unternehmen haben mittlerweile Niederlassungen auf dem europäischen Festland, um diesem Problem vorzubeugen. Genau, das ist halt die Folge dessen. Und dann stellt sich dann wieder die Frage, in welchem Land nützt das? Oder eben auch nicht. Also, eine Autoindustrie ist ja deswegen so geil, weil die Mitarbeitenden, also die haben halt Mitarbeiter und die haben viele MitarbeiterInnen und die bekommen Lohn und die geben das in ihren Gemeinden aus oder wo auch immer. Mhm. Also das Unternehmen selbst ist noch da, aber der Produktionsstandort ist weg. Und dann ist auch noch die Frage, solange nicht geklärt ist, wie dieser Grenzverkehr funktioniert, also zumindest wüsste ich noch nicht, dass es da schon eine Vereinbarung gibt, muss ja das eine auch zum anderen. Oder die Mitarbeiterinnen, die müssen ja im Zweifelsfall auch zwischen den Niederlassungen, also mal unabhängig von Corona jetzt und so und Pandemie, die müssen ja normalerweise auch zwischen den Niederlassungen unterwegs sein. Ja. Das muss man ja alles organisieren. Wir sind ja keine EU-Bürger mehr. Tja. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da kommt, wenn jetzt dieser Brexit da hart wird. So, ich sehe jetzt gerade, es wurden wieder Kanalpunkte investiert. Edelhack hat Physik gerufen. Horsti hat Physik gerufen. Also erstmal, wir haben jetzt gerade viel über Fluoreszenz gesprochen. Einmal mit dem Waschmittel, mit den Textmarkern und auch mit der LED-Glühbirne am Anfang. Wo kommt eigentlich der Begriff Fluoreszenz her? Hier habe ich den Namensgeber von dem Begriff Fluoreszenz. Der Mensch, der das, den Effekt das erste Mal beschrieben hat, war Stokes, der dritte Baron von Rayleigh, ein Engländer, wo wir hier gerade schon in UK sind. Und der hat Forschung gemacht an diesem Flussspatkristallen. Auf Englisch Fluorite. Also der deutsche Name ist Flussspat und auf Englisch heißt es Fluorite. Und er hat mit einer UV-Quelle draufgeschossen und dann hat er das erste Mal die sogenannte Fluoreszenz gesehen. Ich habe hier, ich mache das mal, was ein Laserphysiker nicht tun sollte, hier einen UV-Laser. Falsche Richtung, genau. Das sieht auf der Kamera total abgefahren aus. Also hier kommen 405 Nanometer raus. Das ist knapp an der Grenze des Sichtbaren. Deswegen sieht man das. Also streng genommen kein richtiges UV. Aber die UV-Taschenlampe, die ich habe, da kommt auch 405 Nanometer an Wellenlänge raus, ist einfach zu schwach, weil die Fluoreszenz von Fluorite ist sehr, sehr gering und eigentlich bräuchte ich einen Filter, der das UV-Licht rausfiltert, damit man die Fluoreszenz tatsächlich sieht. Aber der Laser ist stark genug, dass dieser Effekt tatsächlich auch vor der Kamera passiert. Ich halte das hier mal näher ran und werde dann mit dem Laser von der Seite reinleuchten. Und was ihr dann seht, ist die Fluoreszenz des Flussspats. Der leuchtet jetzt, die Kamera belichtet total krass über. Vielleicht probiere ich es auch nochmal mit der Taschenlampe. Was man sieht, ist eine rote und eine blaue Fluoreszenz. Also, ja, man kann es mit der Taschenlampe tatsächlich auf der Webcam einigermaßen sehen. Also, wenn ich mit der Taschenlampe reinleuchte, das ist so, naja, es ist einfach nur hell und es ist halt nicht tatsächlich das reflektierte Licht. Wenn ich das jetzt so mache, dass so eine Grenzfläche hier zur Kamera hält, dann sieht man die Fluoreszenz aus dem Kristall rauskommen. Muss ab und zu mal die Lampe auf die Tischkante schlagen und dann sieht man tatsächlich die Fluoreszenz vom Flussspat. Also die Lampe ist hier von der Seite drauf. Und so kommt die Fluoreszenz zu ihrem Namen, weil der gute Herr Stokes damals mit Flussspat oder Fluorite herumexperimentiert hat und deswegen hat er es Fluorescence genannt oder auf Deutsch Fluoreszenz. Das war die eine Geschichte, abgehakt. Und dann die zweite. Es gibt ein total großartiges Prinzip, was von Enrico Fermi etabliert wurde. Das sind die sogenannten Fermi-Fragen.
Fermi-Fragen sind dafür da, um bestimmte Dinge abzuschätzen. Enrico Fermi war Mitglied des Manhattan-Projekts, die quasi die erste Atombombe gemacht haben. Und der hat bei den ersten Atombombentests eine kleine Vorrichtung gebaut, wo ein Blatt Papier, was er vorher zerrissen hat, freigesetzt wird aus einer kleinen Dose, wenn die Schockwelle der Atombombe quasi durchläuft, direkt neben dem Bunker. Und er ist dann quasi, war im Bunker, die Atombombe wurde gezündet, die Schockwelle ist durchgelaufen, er ist nach draußen gegangen, hat ausgemessen, wie weit die Schnipsel aus dem zerrissenen Papier geflogen sind und hat daraus dann mit mehreren Schätzungsannahmen ausgerechnet, wie stark die Explosion war. Wofür ein Großrechner dann irgendwie ein paar Tage gebraucht hat und der war sehr, sehr, also Enrico Fermi war mit seiner Schätzung sehr, sehr nah dran. Und alle waren fasziniert davon und er hat das dann irgendwann mal in einer Vorlesung so charakterisiert. Und da kam der Name Fermi-Frage her. Wenn man genug Annahmen nimmt, wo man sicher sein kann, dass man nicht in eine Richtung daneben liegt, sondern bei der einen Annahme ein bisschen drüber, bei der anderen Annahme ein bisschen drunter. Und er hat es visualisiert mit, wie viele Klavierstimmer gibt es in Chicago? Er hat gesagt, ich habe keine Ahnung, aber versuchen wir es mal mit Fermi-Fragen. Also Klaviere. Es gibt drei, ich weiß jetzt nicht, wie die genauen Zahlen sind, aber dieses Zahlenbeispiel ist so in meinem Kopf. 3 Millionen Einwohner in Chicago, nehmen wir einfach an, pro Haushalt, das war noch eine andere Zeit, das war irgendwie in den 40ern, pro Haushalt sind das 4 Personen. Das heißt, es gibt 750.000 Haushalte. Jeder Zehnte davon hat überhaupt nur ein Klavier. Sind wir bei 75.000. Dann überlegen wir, was kann ein Klavierstimmer schaffen? Ein Klavierstimmer schafft vielleicht pro Tag 4 Klaviere. Und ein Klavierstimmer hat 200 Arbeitstage im Jahr. Das heißt, 4 mal 200 sind 800. Runden wir da ein bisschen 75.000 durch 800. Sagen wir einfach mal 75.000 durch 750 sind wir bei 1.000. Nicht jedes Jahr muss jedes Klavier gestimmt werden. Sondern wahrscheinlich muss ein Klavier nur alle 10 Jahre gestimmt werden. Das war noch eine Annahme, die ich vergessen habe. Und dann muss ich also die 1000, die ich jetzt als Ergebnis habe, also ne, 750.000 durch 750 sind 1000. Und dann teile ich das Ganze nochmal durch 10, bin ich bei 100. Und 100 ist eine realistische Zahl. Also wir haben jetzt mehrere Fragen gestellt und kommen dann halt irgendwie zu diesem Ergebnis, es müssten dann eigentlich 100 Klavierstimmer im Raum, Großraum Chicago geben. Und tatsächlich war es dann so, dass es irgendwie 53 gibt. Also er war in der Nähe. Aber man nimmt sehr, sehr viele Annahmen, die sich realistisch anfühlen. Aber wenn man nur genug Annahmen findet, dann kann man Glück haben, dass man mit jeder Schätzung dass das drüber überschätzen und unterschätzen, dass man da gleich verteilt ist. Man kann auch richtig Pech haben und sich mit 3-4 Annahmen vollkommen in die falsche Richtung bewegen. Aber so funktioniert tatsächlich Abschätzen und das ist benannt nach Enrico Fermi mit den Fermi-Fragen. So, das war Physik. Ich muss nochmal einen Artikel raussuchen. In meinem Physiklehrbuch aus der Uni war da ein schöner Artikel drüber und da war das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders ausgerechnet. Aber daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern und ich finde, das illustriert es ganz gut. Ich finde es übrigens ganz spannend, dass ihr eher mit Annahmen operiert. Und das machen ja auch politische Entscheiderinnen und Entscheider oder wir. Wir operieren auch mit Annahmen. Ja. Manchmal operieren wir mit der Annahme, wie funktioniert, also was ist sozusagen die Idee des Spiels und wie können wir das austricksen oder auch nicht. Aber auch wenn wir uns hier tatsächlich über politische Themen unterhalten, müssen wir Sachen annehmen, weil es schlicht und ergreifend unmöglich ist, wissenschaftlich die Komplexität dieses Systems, in unserem Fall Großbritannien, zu fassen. Es geht einfach nicht. Ja. Du kannst nicht rausfinden, wie jeder Einzelne tickt, außer du versuchst sie zu überwachen. Das haben wir vorhin schon mal gesagt, dass wir das doof finden. Und dann musst du ja mit den Daten wieder was anfangen, du musst sie weiterverarbeiten und so. Und insofern, man arbeitet die ganze Zeit mit Annahmen und hofft, dass man nicht falsch liegt. Und das wird aber deswegen auch immer wieder rückgespiegelt. Deswegen lebt auch
Politik und politische Entscheidungen von Debatte. Hm. Um möglichst viele gute Fragen zu stellen, möglichst treffende Annahmen zu haben, damit man dann da rauskommt, wo man hofft. Ja, an der Stelle ist die politische Wissenschaft und die Physik gar nicht so weit voneinander entfernt, weil im Prinzip operiert die Physik ja immer nur mit Modellen, wenn man ein bestimmtes, also mit Vereinfachung. Also, so, ne? Also Physiker können ein Pferderennen vollkommen erschöpfend ohne jeden Zweifel beschreiben, wenn man annimmt, dass Pferde kugelförmig sind. Dann ist es halt überhaupt gar kein Problem. Aber also mit dieser Einschränkung. Aber tatsächlich funktioniert es halt immer so, dass wenn man die Annahme schlau wählt, dann kommt man zu so wundervollen Sachen wie der Stringtheorie, der allgemeinen Relativitätstheorie und sowas, die dann tatsächlich auch überprüfbare Ergebnisse liefern. Aber an bestimmten Stellen reicht es dann halt nicht. Definitiv. Und ich muss auch fairerweise noch dazu sagen, dass das einer der Hauptkritikpunkte an Politikwissenschaft als Wissenschaft ist. Also zumindest beispielsweise aus soziologischer Perspektive. Mein alter Chef ist Soziologe und der dann ganz um mich herum ganz viele andere Soziologinnen und Soziologen. Und es gab immer wieder die Debatte, wer von uns die richtige Wissenschaft ist und wer die Hilfswissenschaft des jeweils anderen. Und waren auch noch Historiker dabei. Einen Juristen hatten wir nicht, sondern eine Juristin. Aber schlussendlich, Politikwissenschaft würde ohne Jura nicht funktionieren. Politikwissenschaft würde ohne Soziologie nicht funktionieren. Und dann können wir jetzt mal einmal alle Geistes- und Sozialwissenschaften weiter durchgehen. Und wenn sich Politikwissenschaft ganz gezielt mit einzelnen Politikfeldern auseinandersetzt, dann kommen wir ja im Zweifelsfalle auch an der Biologie nicht vorbei, an der Physik nicht vorbei, an der Chemie auch nicht vorbei. Weil du es einfach rausfinden musst. Und irgendwie muss man es halt schaffen, das Ganze in ein Konstrukt zu bringen, damit man es vergleichbar oder analysierbar machen kann. Und dann wird es Wissenschaft, lieber Edelhack, dass man eben nicht nur Annahmen hat, sondern dass man versucht, das tatsächlich in einen modellhaften Kontext zu bringen. Und dann wiederum mit Methoden der sozialen Forschung möglichst nah rankommt, mit den richtigen Fragen, hoffentlich auch mit den richtigen ausgewählten Indikatoren. Ja, und werden wir wieder Wissenschaftler. Ja, und es wird gerade geschrieben, none of those is science. Ja, Science ist auch das englische Wort für Naturwissenschaft, zu dem übrigens auch nicht die Mathematik zählt. Die Mathematik ist eine Geisteswissenschaft. Nur so nebenbei. Es hat einen Grund, dass Argumentation im Sinne der Philosophie sehr viel mit Mathematik zu tun hat. Also ja. Wer da mal Spaß dran hat und sich mit Argumentationsketten in der Philosophie auseinandersetzen möchte, wird irgendwann wahrscheinlich rankommen, dass ganz, ganz viele Buchstaben in irgendwelchen Konstellationen stehen und das ist richtig und das ist falsch und deswegen kommt dann, das ist echt hohe Kunst. Ja. Und ich kann mich übrigens bei der Physik dran erinnern. Ein guter Freund von mir hat auch wie du Physik studiert und hat erzählt, dass die während des Studiums auch angehalten worden sind, Philosophiekurse zu besuchen. Um genau das hat, diese Argumentation. Kann das sein, dass ich dir das erzählt habe? Weil das war nämlich bei mir tatsächlich so. Ich sollte für Quantenmechanik auch die Sachen von der Wahrnehmungsphilosophie, weil es dabei hilft, wie man quantenmechanische Modelle versteht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass du das warst. Das ist dann aber schon ein paar Jahre her. Es könnte aber, das ist die Alternative, auch jemand gewesen sein, der hier in Halle studiert hat. Alles klar. Ja, also ich glaube, das ist auch nicht so wenig verbreitet, dass die Leute das bei der theoretischen Physik empfehlen. Und das finde ich halt total spannend und auch so wichtig. Ich glaube, ab und zu könnte das anderen Wissenschaften auch nicht schaden oder anderen Bereichen. Ja, ich weiß nicht, ob das abgenommen hat mit Bachelor, Master, aber dieses Fass machen wir jetzt nicht auf. Wir werden jetzt nicht Low-Ban-Low MPG-Cars machen. Ich habe es mir aufgeschrieben, dass es eine gute Idee ist. Wir haben ein Dilemma. Also ich gucke erstmal Situation Imminent. Die Rail Strikes, aber die gehen runter. Guck mal. Ganz langsam. Das ist gut. Und jetzt haben wir wieder ein Dilemma. Nuclear Test Ban Treaty. Die Vereinten Nationen nerven unsere Nation damit, dass wir ein
ein Papier unterschreiben, das uns verbietet, dass wir Nuklearwaffen testen. Auch für Forschungszwecke. Ganz viele Nationen haben das auch unterzeichnet und die pushen uns auch durch diplomatische Kanäle. Ja, das ist so interessant, ne? Also das ist auch so politisch total interessant. Es können sehr, sehr viele Staaten können das Nuklearwaffentestverbot unterschreiben, weil sie keine Nuklearwaffen haben und somit auch nichts verlieren. Aber es gibt halt nur wenige Nuklearnationen. Ich glaube, die einzige Nation, die Nuklearwaffen hatte und sie dann abgeschafft hat und jetzt keine Nuklearnation mehr ist, ist Südafrika. Das ist die einzige Nation, die eine war und es dann wieder eingestellt hat. Ansonsten sind in den Club der Atombombenbesitzer nur Leute dazugekommen oder Staaten. Ja. Naja, und in Europa gibt es ja jetzt auch die Debatte, inwieweit man das Nuklearsenal von Frankreich europäisieren kann. Gibt es die? Sozusagen einen ja. Naja, Frankreich ist ja, also wenn Großbritannien raus ist, müsste Frankreich eigentlich die einzige Nuklearmacht in der Europäischen Union sein. Und es gibt jetzt, ist halt auch die Frage des globalen Machtgleichgewichts, nicht weil ich jetzt gerade das Machtgleichgewicht debattieren will, sondern weil Leute, in dem Fall Politikerinnen und Politiker, von mir aus auch die Öffentlichkeit, Nuklearwaffen mit Sicherheit oder Machtdemonstrationen auch so ein bisschen besetzt. Ja. Deswegen führen wir in Deutschland so eine Debatte nicht, weil wir haben halt keine Nuklearwaffen. Bei uns ist eher die Frage, wer darf Nuklearwaffen bei uns auf deutschem Boden stationieren. Das war in den 80ern eine Debatte und immer mal wieder seitdem. Ja. Und das ist halt tatsächlich auch ganz interessant. Was macht es mit der Europäischen Union, auch im Zuge von Harmonisierungsdebatten und gegenseitig? Ja, das gehört schon noch mit dazu, auch in dieser Militärfrage. Europa als Sicherheitsbündnis und zwar ein Stück weit unabhängiger von der NATO. Ja, nicht, ja, also da spielen viele Sachen irgendwie eine Rolle, ne? Also dann welche Situation NATO ist, und das wird wahrscheinlich auch Macron ganz gut zu Pass kommen, weil das geht dann ja auch so, wenn man sowas diskutiert, dann ist ja die nächste Frage, ja, gibt es da eine europäische Armee, wenn sowas diskutiert wird? Genau. Und das sind ja auch keine neuen Fragen. Nee. Das eine ergibt sich immer aus dem anderen. Wenn man an einer bestimmten Stelle ein Problem hat und das kennt, dann kann es durchaus passieren, dass sich das anschließt. Das ist genauso mit einer gemeinsamen Währung. Wenn du eine gemeinsame Währung hast, kannst du die nur schwer stabil halten, wenn die Volkswirtschaften wiederum so krass unterschiedlich sind. Also ja. Du musst es halt immer wieder stabilisieren aber um die Möglichkeit einzugreifen wiederum, die hat Europa halt nicht, sondern das ist Macht der jeweiligen Nationalstaaten. Und das eine führt halt zu dem anderen und da muss man halt auch immer wieder nachsteuern. Und das ist halt auch, glaube ich, nochmal so ein schönes Beispiel dafür. Ja. Ist halt so. Und Europa ist ein verrücktes Konstrukt. Ja. Also die Europäische Union ist ein verrücktes Konstrukt. Ich würde den Unterschied schon nochmal. Ja, okay. So, was machen wir mit dem? Also ich hätte jetzt gesagt, sowohl als meine Person als Physiker als auch, also von einem wissenschaftlichen Standpunkt her, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt keinen Grund mehr, in irgendeiner Form Nuklearwaffen zu testen. Dabei wird kein Wissensgewinn für die Zusammensetzung der Elemente, für die Prozesse, die bei sowas ablaufen. Es sind weltweit im mittleren vierstelligen Bereich Nukleartests durchgeführt worden. Ich glaube, 4.500? Ich kann mich auch täuschen, aber es gab 4.500 Nukleartests. Wenn man jetzt noch einen macht, wird der Erkenntnisgewinn null sein. Der einzige Grund, warum man eine Atomwaffe testen möchte, ist, um zu zeigen, wir haben welche. Ist so dieses Nordkorea-Ding. Genau.
ohne dass die, ich glaube, Atomwaffen haben sie noch nicht getestet, aber die haben Raketentests gemacht. Genau. Immer größere, ja. Okay. Ja. Und von daher würde ich sagen, wir können unser Machtpotenzial auch ausdrücken, indem wir sagen, wir haben welche. Das reicht. Wir müssen nicht testen, um zu sagen, wir haben wirklich welche. Ja, und wir müssen dann außerdem überlegen, wie wir es testen, wo wir es testen und wie das ab. Ja. Ach, nö. Ja, also muss ja auch sicher sein, ne? Ja, genau. Wir müssen sicher sein, dass es dass es auch explodiert. Aber ja, so, naja, uns da, so viel uns Komplexität ist nicht in einer Atombombe tatsächlich. Nee. Ist kaputt, oder? Also das ist dann halt alles tot ringsrum. Ja, oder? Ich meine in der Technologie, um das wirklich explodieren zu lassen. Ach so. Also das ist tatsächlich, also ist zwar kompliziert und ausgeklügelte Technik, aber so kompliziert ist es dann auch nicht. Ich unterschreibe jetzt diesen Vertrag. Patrioten finden es doof. Ja, mein Gott. Umweltschützer finden es gut. Ja. Die internationalen Beziehungen gehen hoch. Sehr schön. Da habe ich eben schon drauf geklickt, ne? Ja, genau, das geht langsam runter. Da hatten wir diesen seltsamen Vorschlag. Oder nicht seltsam, ganz gut, aber den setzen wir jetzt nicht um. Wahlversprechen. Ja, genau. Ja. Ach, hier ist hier wieder jemand mit den Emissionslimits für Autos. Das ist auch, übrigens auch nochmal spannend, wenn man politische Entscheidungen trifft. Eine Bekannte von mir hat letztens, als wir uns irgendwie über die Arbeit in dem Ministerium unterhalten haben, hat sie gemeint, weißt du, der Teufel liegt im Einzelfall. Und du kannst die beste Idee haben und das kann super krass durchargumentiert und diskutiert worden sein und selbst wenn du denkst, du hast ausreichend beteiligt und alles ist so, wie es sein soll. Und es wird immer irgendwo einen blinden Fleck geben. Ja. Also ob man das will oder nicht, weil man es nicht schafft, Einzelfälle und Individuen irgendwie dort mit zu beschreiben und zu benennen. Es gibt immer irgendwas, was man vergisst. Und ja, wenn ihr dieses Gesetz umsetzt, dann wird der letzte Meisterbetrieb für die Herstellung von Hupfeldingen pleite gehen. Fragen, ja. Was sind Hupfeldinge? Warum gibt es dann Meisterbetrieb und warum ist das schlimm? Aber dann ist es schon zu spät, weil Gesetzentwurf wird die alte Tradition der Hupfeldinge-Herstellung in Pofingen in den Ruin treiben und schon hat man, ja, Mist. Absolut. Hm. Und da muss man halt auch irgendwann fragen, was kann Staat eigentlich leisten und wo geht in dem Fall unternehmerische Verantwortung los? Also jeder, der sich selbstständig macht, lebt damit, dass er oder sie haftbar ist, verantwortlich ist für alles. Und ja, aber ich höre an der Stelle auch, sonst rede ich über die Hilfen für Solo-Selbstständige. Okay, wir setzen jetzt erstmal unsere Wahlversprechen um. Hier ist ja, es. Sehr gern. Zack. Genau, 18 politisches Kapital geben wir aus und erhöhen die Demokratie. Ja, wir wollen 18 ausgeben und tada, haben wir unsere Wahlversprechen umgesetzt. Wie lange haben wir noch? Jetzt 9 Runden, 9 Quartale noch. Ein bisschen mehr als die Hälfte. So, wir sind 12 im Defizit. Unsere Schuld ist... ja, ne, die Weltwirtschaft geht wieder runter und so steigt unser Defizit. Tja, was können wir noch mit 7 machen? Mit in die nächste Runde nehmen, um Drogen zu legalisieren. Um dann wieder Steuern zu bekommen. Also wir legalisieren die Drogen ja nicht, um Drogen zu legalisieren, sondern wir legalisieren die Drogen, damit wir Geld verdienen. Richtig. Und den Schwarzmarkt zu verhindern, der uns ja auch Geld kostet. Da sind wir wieder bei, welches Geld wird eben am Fiskus angemeldet und welches Geld nicht. Und außerdem, drittes Argument, das könnte dazu führen, dass die Qualität steigt, also dass das alles ein bisschen sicherer ist, ja, für die Konsumentinnen und Konsumenten. Also ich finde es gut, wir öffnen jetzt eine neue Geldquelle, wir legalisieren Drogen. Das heißt, wir machen jetzt nächste Runde und wir werden dafür 2 Runden brauchen. Also um die Steuer dann auch einzuführen. Also,
unsere Gesundheit geht weiter hoch. Ne? Das ist total großartig. Und jetzt haben wir wieder ein... Oh, ein anderes Dilemma. Uiuiuiui. Das Verbot von Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit. Fortschrittliche künstliche Intelligenz hat dazu geführt, dass man günstig und praktische Gesichtserkennung auf einfachen Kameras auf der Straße umsetzen kann. In Theorie ist das eine großartige Methode, Kriminelle zu finden, aber es öffnet die ganze Sache von Privatsphäre und Big Data. Ja, sollten wir die Gesichtserkennung im großen Stil, weil es ja im Prinzip nicht nur, also Rasterfahndung und Schleierfahndung in einen Topf geworfen oder Fahndung einfach nach jedem. Es unterhöhlt nach meinem Dafürhalten erstmal die Unschuldsvermutung und du bist trackbar über alles. Einfach so. Ja, die Argumente hier, nobody is worried that a passerby can see their face, so why the outrage about a camera? Ja, weil niemand ein perfektes Gedächtnis hat und eine Kamera leider schon. Und jemand, der einen in der Öffentlichkeit sieht, telefoniert halt nicht mit seinen Kumpels, die Möglichkeit zu haben, zu verfolgen, wo du lang gehst, zu welchen Uhrzeiten und ob das regelmäßig vorkommt. Das ist halt das Problem von Big Data dahinter. Also ich bin da ganz bei dir. Ja. Ich gehöre zu denjenigen, die eher besorgt sind. Also dieses Nobody is worried, also das ist einfach ein komischer Vergleich. Niemand ist beunruhigt, wenn jemand anders vorbeigeht, dass sie das Gesicht sehen, aber mich nervt es beispielsweise, wenn Leute Fotos machen und die Kamera direkt an mein Gesicht halten. Ja. Egal, ob sie mich mit der Absicht drauf haben oder nicht. Ja. Und das... Ja. Ich möchte das entscheiden. Ich halte hier mit Absicht meine Kamera in ein Gesicht, aber wenn jemand auf der Straße Fotos macht, dann und ich da irgendwie drauf bin, dann finde ich das nicht so toll. Ja, also hier habe ich halt bin ich immer noch Herrin meiner eigenen Situation und kann bestimmen, was ich sage, wie ich mich verhalte oder keine Ahnung. Und das wird mir in dem Moment genommen. Ja. Und genau wie, ja, also das aus dem Grund bin ich für das Verbot. Alles klar, dann machen wir das mal. Die Liberalen finden es toll, oh, plus 12. Kapitalisten finden es doof. Natürlich. Ne, warum finden Kapitalisten es doof? Nicht, weil es die Sicherheit erhöhen würde, sondern weil es Möglichkeiten zur Marktforschung. Also das ist schon schön dargestellt, oder? Also ich meine, da kommt man erstmal nicht drauf, was hat Gesichtserkennung? Warum finden das jetzt die Kapitalisten doof? Okay, man könnte auch sagen, weil es doof ist für die Firmen, die das herstellen, aber dieser Impact ist ja, also würde ich jetzt sagen, da ist halt auch dieser Effekt, dass man diese Sache nicht machen kann. Und Technologie geht zurück. Naja, okay. Aber wir haben viel für Technologie gemacht und wir werden in Zukunft auch noch was dafür machen. Okay, Security Briefing. True Patriots haben 2 Ticks und die Provincial Defense Brigade. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.